Leute, jetzt mal ohne Witz. Wir dürfen uns von der Direx nicht einschüchtern lassen. Shayan, ganz ehrlich, es ist vorbei. Nee, es ist noch nicht vorbei. Es kann noch nicht vorbei sein. Wir müssen kämpfen bis zum Schluss, oder, Leute? Aber nicht mit Gewalt. Sag mal, Shayan, was ist denn in dich gefahren? Ich kenne dich so überhaupt nicht. Es ist super, dass du dich so für eine Sache einsetzt. Wirklich, ich finde das klasse, aber das war wirklich ein bisschen too much. Und bei einigen von euch bin ich mir auch nicht sicher, was für eine Motivation hinter diesem ganzen Einsatz steckt. Frau Schäfer, die Bilder kennen wir schon. Haben wir schon 1000 Mal gesehen. Das ist toll, Lennox. Deswegen kannst du sie dir jetzt zum 1001. Mal angucken. Das, was ihr da seht, ist genau das, was passiert, wenn der Mensch einfach gedankenlos in die Natur eingreift, gedankenlos handelt. Aber dafür kämpfen wir doch, dass es eben nicht mehr passiert. Aber das macht man auf eine humane Art und Weise und nicht, indem man sie zwingt, zuzuhören oder sich zu ändern. Mit Gewalt kommen wir nicht weiter. Das haben wir zu Genüge festgestellt in der Vergangenheit. Fuck, ey, vielleicht hatte ich Schäfer ja recht und ich war einfach viel zu krass unterwegs. Was macht jeder Einzelne von euch jeden Tag für den Umweltschutz? Ich für meinen Fall achte wirklich auf Mülltrennung. Also seitdem ich mit Tobias und Herrn Färberer letztens am Rhein diesen Umweltsünder hochgenommen habe, ja, achte ich halt darauf. Ich benutze meine Einkaufstüten öfters. Ja, also ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich bisher noch nicht so viel dafür getan habe zu Hause. Aber ich möchte das auf jeden Fall auch ändern. Ich benutze keine Dosen mehr und ich bin mir sicher, dass Lennox bald sein Bike zu Hause lässt und zu Fuß zur Schule kommt. Also wüsste ich aber. Hey, ganz ehrlich, selbst wenn ich Alexa nie wieder baller, ich lasse für keine Frau der Welt mein Motorrad stehen. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich beides unter einen Hut kriegen könnte. Ich finde es löblich, was der ein oder andere von euch jeden Tag für die Umwelt tut. Und einige könnten mit Sicherheit auch ein bisschen mehr tun. Und was ist jetzt mit der Umwelt AG? Das Thema hat sich leider erledigt. Es tut mir sehr leid. Aber Frau Steinmeier hat eben sehr deutlich mitgeteilt, dass die Umwelt AG leider nicht mehr existiert. Aber ihr könnt euch natürlich in eurem privaten Umfeld weiter für den Umweltschutz einsetzen. Das würde mich sehr freuen. Gut, ich würde euch jetzt bitten, eure Sachen rauszuholen. Ich würde heute gerne einen Aufsatz schreiben zum Thema, was kann jeder Einzelne von uns für die Umwelt tun. Boah, fuck ey, ausgerechnet meine Mutter verbietet die AG. Jedes Mal stehe ich wegen ihr als letzter Honk da. Aber ist mir scheißegal, wir machen einfach weiter und ich überlege mir einen geilen Hashtag für unsere Internetseite. So Schatz, ich bin weg. Bis später, ja? Bis gleich. Tschüss. Hey. Was machst du denn hier? Ich wollte mich bei dir entschuldigen, wegen eben. Also wegen dem Kuss. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Ich habe das missverstanden und es war nicht in Ordnung von mir. Tut mir leid. Aber ich mache das wieder gut. Denn ich habe eine mega Überraschung für dich. Und zwar war ich vorhin in der Kantine und dann... Ach, hey. Das ist Timo, ein Freund der Familie. Und das ist Lukas, ein guter Freund. Cool. Ja. Guck mal hier. Das hat Timo für uns gemacht, fürs Projekt. Wir werden eine richtig gute Note bekommen. Guck dir das an. Sogar das Licht geht an. Was war deine Überraschung? Hat sich schon erledigt. Gar nicht mehr so wichtig. Dieser Typ hat sich bei KM eingeschleimt, das merke ich doch. Und dann noch mit so einem beschissenen Kartoffelstromkreis. Und ich racke mir einen ab mit den blöden Äpfeln. Ich fasse es nicht. Lukas steht total auf Carmen, aber der ist ja keine Konkurrenz für mich. Ich behalte ihn besser im Auge. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die Schultern zurück. Ja, geht doch. Ja? Geht doch schon fast automatisch. Meinst du wirklich? Ja, viel besser. Auf jeden Fall. Gut, also. Wir schaffen das. Ja? Ja. 1, 2, 3. Was hast du da für Müll auf dem Rücken? Es ist wegen meiner Körperhaltung. Die ist ein bisschen schwach, aber die Schritte? Gar nicht so schlecht. Das kriegt er auf jeden Fall hin. Das liegt auf jeden Fall an einem dicken Bauch. Ich habe keinen dicken Bauch. Naja, meine Körperhaltung ist auf jeden Fall ganz hervorragend. Und wir haben auch schon alles richtig drauf und kann nachher losgehen. Das ja. Ist sehr schön. Ja. Max? Ja? Ich habe ein richtig geiles Video gefunden. Und zwar ist das auch so ein Salsa-Video, aber das ist halt so für Senioren und so. Das ist viel besser wie. Ja, aber du wolltest doch eigentlich auch schon gerade losgehen. Ja? Aber wir reden später, ja? Siehst du dich schon mal um? Ich raste bei der Frau gleich noch aus. Mann, Show und Bluff ist die halbe Miete bei so einem Contest. Und dann kommt die mit so einem blöden Seniorenvideo an. Boah, ich glaube, die hat sie nicht alle. Was hat Max schon wieder für eine Laune? Ist ja grausam. Aber egal, der wird schon wieder beruhigen, wenn er sieht, was für ein geiles Salsa-Outfit ich anhab. Dann sehen wir uns später im Beachclub, ja? Viel Spaß. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht anpacken.
Ja, ich habe es mir eingebrockt, also muss ich es auch ausbaden. Ich bin mal gespannt, wie dieses Tanzbattle nachher ausgeht. Und vielleicht geht ja auch was mit Caro. Also ich habe echt versucht, mit meiner Ma zu reden, aber da ist nichts zu machen. Ist doch scheiße, ey. Wir müssen einsehen, dass wir verloren haben. That's it. Na, Baby, ich hab was für dich. Laber. Ich hab gedacht, ich lasse das Motorrad mal stehen für eine Zeit und komm zu Fuß. Der Umwelt zuliebe. Du bist der Beste. Aber ein Plastikfolie lässt mich nicht anwesend. Egal. Boah, endlich. Noch länger hätte ich es nicht ausgehalten. Zum Glück ist Lennox mir zuvor gekommen und ich musste nicht klein beigeben. Der Klügere gibt nach. Alex und ich werden wieder Sex haben. Und wer weiß, vielleicht erzähle ich ihr ja danach, dass ich einen Ersatzschlüssel habe. In der Schule hätten wir bis zu 500 Menschen checken können. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, die Lehrer haben aber auch gesagt, dass wir ohne Sinn und Verstand gehandelt haben. Wir haben gar keinen Plan gehabt. Und genau das war unser Fehler. Wir brauchen einen Plan. Wenn die Schäfer einen Plan will, dann geben wir dir einfach einen. Ey, ja, Mann. Ich habe auch schon einen richtig guten Schlachtruf, Leute. Wie geht der? Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Umwelt klaut. Geil. Perfekt, oder? Der ist richtig gut. Lass das mal singen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Umwelt klaut. Geil. Ja, und am besten ist es noch, wenn wir es richtig radikal machen. Richtig schön radikal. Und wie macht man es radikal, hä? Mit einem Streik. Boah, ja, ich bin direkt dabei. Ich bin voll platt, wie Moritz uns einfach alle mitzieht, ey. Das ist so cool und die Seite mag ich auch viel lieber an ihm. Und ich habe schon einen richtig geilen Hashtag. Wir sind krass Umwelt. Hey, der ist scheiße. Also, hey, das ist doch nicht mal ein richtiger Satz, Alter. Da fehlt doch die Hälfte, so Schutz und so. Ja, Schutz. Oder? Ist schon gepostet und... Wie schnell tippst du denn? Ganz schnell. Der hat schon vorher gepostet. Ey, guck mal, das hat schon voll viele Likes. Ja, okay, dann nehmen wir den jetzt einfach. Aber sag mal, kann man nicht irgendwie die beiden Sachen so kombinieren? Oh, ja, ja. Also, weißt du, wie ich meine? Den Schlachtruf quasi so erweitern. Ja, ja. Also, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Umwelt klaut. Krass Umwelt. Geil. Das ist der Spruch. Gut, ey, wie geil ist das denn? Geiler. Komm, Leute, alle die. Alle zusammen singen. Hashtag, wir sind krass Umwelt. Geiler Spruch. Nein, richtig geiler Spruch, aber kommt ja auch von mir, ne? Geil, wenn das Projekt weitergeht und Lennox macht mit. Das ist die Hauptsache. Weil man uns die Umwelt klaut. Krass, Umwelt, krass, Umwelt. Hey, ich bin da. Hey, stell dich mal auf. Ich glaube, wir sollten noch lieber einen Rückzieher machen. Also wenn ich auch nur einen Tanzschritt mache, dann bin ich sowohl privat als auch beruflich ruiniert. Hey, schön, dass ihr da seid. Hier ist die Tanzfläche. Stell euch mal beide schon mal auf. So, meine Gäste, kommt mal her. Ihr seid die Jury. Ihr könnt entscheiden, wer gewinnt, indem ihr ganz laut klatscht. Okay? So, der alte Max ist wieder da. Und jetzt rocken wir das, ne? Und wer das Tanzbattle gewinnt, ist ja wohl klar. Das sind die besser aussehen. Das sind ja wohl eindeutig wir. Wenn ich mir Max und Sandy angucke, total lächerlich, also unauthentisch aufgespielt. Aber wir überzeugen mit unserem geilen Tanz. Ja, aber du führst mich jetzt gleich, ne? Na klar, mach dir keine Sorgen. Ich führe dich schon noch zum Sieg. Und los! Ready? Also, eins und zwei und eins und zwei und drei. Wer hat erst gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Wir waren besser. Also, ich hab gut getanzt. Gut gesehen. Ja. Ich bin ehrlich scheiße auf den Contest, oder? Wir haben gewonnen. Nein, tut mir auch leid, dass ich so scheiße zu dir war. Ja, ist egal. Also, Hauptsache, wir haben alle Spaß, ne? Ich hätte echt schon gerne gewusst, wer von uns beiden die Besseren waren. Aber scheiß drauf. Im Endeffekt, so wie Dietrich vorhin abgedanzt ist, das war schon echt cool, so wie es war. Ja, ich bin Max sogar dankbar dafür, dass er mich jetzt zu diesem Battle herausgefordert hat. Hätte er das nicht gemacht, hätte ich heute nicht so einen geilen Tag gehabt und hätte Caro nie kennengelernt. Weißt du, ich finde das ja wirklich toll und danke nochmal, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast und dass du so viel Geduld gehabt hast. Klar, mir hat es doch genauso viel Spaß gebracht. Hättest du vielleicht Lust, mit mir was trinken zu gehen? Ich glaube nicht, dass mein Mann und meine zwei Kinder das so gut finden werden. So, du bist also verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ich vergesse manchmal, meinen Ring anzuziehen, aber... Warte!
Oh, warte hier, komm weiter tanzen. Okay. Ja, 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 klar. Das Tanzbattle war echt mega geil. Aber ich hatte mir eigentlich erhofft, dass zwischen Max und mir ein bisschen mehr geht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Bruder, Alter, die Walnuss soll in 5 bis 10 Minuten in dem Öl. Laber doch nicht. Ja, ich schwöre, danke für den Tipp. Voll gut. Hey, Lukas. Ja. Cooles Ding, was du da gezaubert hast. Ja, finde ich auch. Aber Carmen hat ja ihren Kartoffelstuhlkreis. Von dem Scheißtypen, der sich nur bei ihr einschleimt. Papa. Und wenn man vom Teufel spricht. Muss ich kurz ab? Danke dir. Nicht dafür. So, ich muss das Gemüse noch zu so einer Gabi bringen. Kannst du kurz sagen, wo das ist? Treppe runter und direkt rechts ist die Kantine. Du siehst es eigentlich direkt. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Glück. Danke dir, danke. Wow, wer ist denn der hotte Typ? Und warum hat Carmen ja noch nichts von dem erzählt? Hey. Simon, der arbeitet bei meinem Papa. Ja, ist schon ziemlich heiß. Geht da was? Nein, wir kennen uns erst seit heute. Mhm. Hey, 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 Svenja, was machst du da? Hallo? Siehst du doch. Du hast doch genug Äpfel hier. Ich hab den ganzen Tag noch gar nichts gegessen in diesem Experiment. Entschuldigung, ist das mein Apfel? Hallo, nein. Was für ein wirklich tatsächlich alle da seid. Ich weiß, Nachmittagsunterricht ist nicht unbedingt das Schönste, aber für so eine Projektarbeit, für den guten Zweck, da nehmen wir das gerne mal in Kauf, ne? Dann fangen wir mal bei euch an, Frau Jacqueline. Ihr habt was geschrieben? Ja, gut, ist jetzt nicht ganz so auf den Punkt gebracht, ne? Also, Rocco, von dir bin ich Besseres gewohnt. Hast du das gemacht? Ja, das habe ich vorhin gemacht. Wollte ich auch schon sagen, aber dein Handy war aus. Das sieht gut aus. Ey, es tut mir leid, aber das ist eine 4. Oh! Da hat sich doch jemand mal was überlegt. Ein Apfelstromkreis. Hm? Gute Idee. Aber warum ist ein Apfel angebissen? Ich musste vorhin improvisieren, Frau Hohenwiesener. Aber er funktioniert trotzdem. Okay. Ich finde es sehr originell. Ja, da gebe ich euch doch glatt eine 1. Danke. Hätte ich Lukas echt nicht zugetraut, dass er das Ding noch rausreißt. Naja, irgendwie ist er doch ganz cool. Auch wenn ich ihn manchmal echt umbringen könnte. Hoffentlich checkt Carmen jetzt, dass sie mich mehr braucht als diesen komischen Gemüsetypen. Sag mal, geht's noch? Was stimmt denn nicht mit dem Feuerzeug her? Hä? Das hat echt, dann brennt 5 bis 10. Das Experiment existiert jetzt nicht mehr. Danke. Mhm. Ach, du nicht. Boah, sag mal. Was ist denn los? Nichts, ich freue mich einfach nur wegen der guten Note. Krass, Timo will echt mit mir was trinken gehen. Jetzt hast du endlich mal ein heißes Date. Meinst du, das ist ein Date? Also, wünschen würde ich es mir ja.